muss die Leute fröhlich angrinsen wie so ein verlogener Kundenservice-Mitarbeiter. Hallo und willkommen. Heute besprechen wir Die Pest von Albert Camus. Der Roman berichtet von einer Pestepidemie in einer algerischen Stadt namens Oran zur Zeit der französischen Kolonialherrschaft. Berichtet wird aus der Sicht des Arztes Bernard Rieu, und zwar vom Erscheinen der ersten toten Ratten in den Straßen bis zum Aufheben der Quarantäne. Denn während dieser findet die Geschichte statt. Oran ist völlig abgeriegelt, Stadttore, Bahnlinien und der Hafen bleiben geschlossen und die Stadt ist in völliger Isolation. Über die Monate der Quarantäne schlägt die Pest heftig zu, bis irgendwann die Berge der Leichen schon in den Straßenbahnen weggekarrt werden müssen. Rieu wird mit der Absurdität seiner Situation, in der er seinen Patienten alle Altersstufen, und davon hat er wirklich genug, größtenteils nur beim Sterben zusehen kann, denn eine konkrete Behandlung existiert nicht. Für alle, die etwas lernen wollen, Camus entwickelt in diesem Roman auch seine Philosophie des Absurden, die helfen sollte, mit den eher hoffnungslosen Ideen des Existenzialismus umzugehen. Und genau darum empfehle ich Die Pest letztendlich. Es geht darum, wie man katastrophalen oder ausweglosen Situationen, in denen eigentlich jede Gegenwehr sinnlos ist, entgegentreten kann. Mit Solidarität, mit Freundschaft und natürlich mit Liebe. Und natürlich, indem man, wie Rieu, weiter seine Pflicht erfüllt und nicht zu einem Barbaren degeneriert. Und damit hätte ich auch meinen pädagogischen Anspruch erfüllt. Um das Ganze hier abzurunden, möchte ich noch einmal Camus bemühen, der sagte: Das Leben zu verlieren ist keine große Sache, aber zuzuschauen, wie der Sinn des Lebens aufgelöst wird, das ist unerträglich. Also in diesem Sinne, euer Literatursnob. Das ist doch, was die Leute sehen wollen, dass ich scheitere. Der Roman berichtet von einer Pestepidemie. Okay, das ist überhaupt nicht deprimierend, oder? Um das Ganze hier abzurunden, nein, ich bin zu fröhlich.